Ich weiß schon, ihr sagt mir Prinzessin, das hat überhaupt nichts mit Heavy Metal zu tun oder so, aber doch, weil das ist meine Tochter, Victoria!
Okay, der nächste Song gehen wir zu viel traurigeren Sachen. Ich glaube, auf Deutsch sagt ihr Kinderschänder. Es geht über Leute, die Kinder wehtun können oder noch schlimmer. Und in diesem Song heißt es, wenn es nur nach mir gehen würde, würde die Todesstrafe wieder hingetan werden, weil das ist alles, was diese Leute kriegen sollen. Hier kommt When the Angels Fall. We'll be right back.
Dankeschön, Deutschland. Jetzt möchte ich eine kleine Ansage machen, weil ich bin ziemlich stolz auf einen von unseren Bandmitglied heute Abend, unser Bassplayer, weil er sollte eigentlich heute schon im Krankenhaus sein, weil er hat mit Nierensteine, klar, das sagt man auf Deutsch, ja, Nierensteine zu kämpfen, mit dem Schmerz, Schmerzmittel, das ist den ganzen Scheiß. Er sollte schon im Krankenhaus sein, aber um heute Abend nicht abzusagen, hat er gesagt, ich beiß die Zähne durch und heute Abend ist er da, der Ricky! Okay, jetzt wird's wieder schneller. Gehen wir zurück zu unserem Album. Was war das wieder? Ja, Kölner Stil war das. Und das ist ein Song über die ganzen Klischees und so weiter der Heavy Metal, die wir lieben. Hier kommt The Lord of the Night! Yeah.
Und Santé, wie man da aus dem Frankreich sagt. Okay, wir gehen zurück zu unserem letzten Album, Razor Metal. Dieser Song heißt Foo Fire. Ice and Blood. We'll be right back.
Meisterschaft. Vielen Dank für euren Empfang. Jetzt für den nächsten Song machen wir was, was wir nicht sehr oft machen. Wir haben einen Special Guest für den nächsten Song, für die Vocals. Er hat uns gefragt, ob er diesen Song spielen kann. Das hat uns natürlich wahnsinnig gefreut. Das ist mir eine Ehre und ich sage, das ist nicht so, das ist mir eine Ehre, bla bla bla. Nee. Weil diesen Typ, den tun wir, den treffen wir on the road, wie man so sagt auf Deutsch, eher auf Englisch, aber ihr versteht eh alle Englisch. Den treffen wir on the road in Deutschland, in Frankreich und so weiter. Das ist der Sänger von Steel Shock. Der kommt jetzt auf die Bühne. Nima! Jahr hier spielen. Leider hat jetzt einen Unfall und sie konnten nicht spielen. Und wir haben damals gesprochen, dass wir einen Song zusammen machen sollten. Und dieses Jahr haben wir eine Chance. Und ich liebe diese Band und ich liebe diesen Song. Und der Text bedeutet so viel für mich und so viel für die Bruderschaft, was Heavy Metal ist. Und einer, der da immer für gekämpft hat, war Sir Law. Also dieses Song wollen wir heute spielen für Sir Law und für alle Metalheads hier. Let me hear a battle cry for Sir Law! We are all hell bent for metal! We'll be right back.
natürlich noch mit Longbow. Good night! Dankeschön immer! Wir haben den Wort des Gitarristen auch auf der Bühne, danke! Jetzt kommt schon der letzte Song. Auch wieder ein Song so über die schönen Heavy Metal Klischees und so weiter. Das ist ein Song über euch, über uns, über die Religion, die macht, dass wir alle hier heute Abend sind. Heavy Metal. Hier kommt Made in Hell. Lauter als Frankreich. Hey! Hey! Made in hell! Made in hell! Made in hell! Made in hell! Oh!
Abteilungsfeier. Macht gut, bleibt wie ihr seid. Tschüss!